Mods sind da am 15. Februar 2022 im Giants Mod Hub. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming, hier mit einem Überblick auf die Neubartelshagen-Karte, die gestern ein Update bekommen hat. Und zwar wurde die verfügbar gemacht für unsere Konsolenspieler. Eine schöne Map, wahrscheinlich nicht die Art von Map, die ich dann spielen werde, aber auf jeden Fall eine Einfachkarte mit großen Feldern, wo man große Geräte in Verwendung haben kann. Bevor wir uns die einzelnen Mods, die heute freigegeben worden sind, anschauen, möchte ich mich wie immer bei Jörg, Michael und Jan bedanken für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und herzlich willkommen bei der Mr. Bauer Familie. Wir fangen auch gleich an mit der ersten Mod von Erschaba VSR Modding Sur mit einer Downloadgröße von 0,14 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist dieses Dieselfass, welches man locker ohne Gebrauch von Superkraft oder was auch immer herumheben kann. Das heißt also, praktisch kann man die auf jeden Pickup laden, um Traktoren oder Maschinen auf dem Feld direkt zu betanken. Also sehr, sehr praktisch, werde ich auf jeden Fall bei mir hinzufügen. Gerade für die Old Stream Farm mit meinem Oldtimer Projekt natürlich sehr praktisch, dass man eben sowas so schnell zum Feld fahren kann. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, bitte oben rechts auf den kleinen Link klicken, damit ihr dahin gebracht werdet, wo ich mit Oldtimer Equipment die Oldstream Farm bewirtschafte. Wir haben vor kurzem gestartet. Es ist eine angezockte Serie, die erstmal 3, 4, 5 Kapitel bringen wird. Je nachdem, wie diese ankommt, geht das dann weiter in eine etwas längere Let's Play Serie. Dieses Dieselfass ist ziemlich einfach, wiegt 190 Kilo, hat ein Fassungsvermögen von 180 Litern und kostet 150 Euro. Ich glaube, das ist ziemlich günstiger Diesel, den wir da kaufen können. Also das ist da wahrscheinlich wirklich eine der günstigsten Optionen. Auf jeden Fall kostet dies, wie gesagt, 150 Euro. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten haben wir natürlich nicht. Dann kommen wir zu dem Update, was heute gekommen ist. Und zwar ist das der Teleskoplader Big Back Lifter. Der kommt von Tarchi 007 in der Version 1.0.1.0 mit der Downloadgröße von 0,33 MB und ist natürlich auch für alle Plattformen. Der Changelog ist sehr, sehr kurz und besagt, dass dieses Tool jetzt auch für das Multiplayer-Spiel nützlich gemacht worden ist. Das heißt, ab sofort kann man dieses Tool jetzt auch auf einem Server nutzen in einem Multiplayer-Game. Kommen wir zu zwei Script-Mods. Der eine kommt von JT Sage, Downloadgröße 12 KB in der Version 1.0 und ist für natürlich nur für PC und Mac. Bessere AI-Beleuchtung oder bessere KI-Beleuchtung schaltet bei Regen und Schnee die Helferbeleuchtung ein. Beim Mähdrescher wird zusätzlich die Rohrbeleuchtung eingeschaltet, wenn es ausgefahren ist. Ein kleines Tool, ganz nützlich, wenn man sehr viele Helfer braucht, und das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch hinzufügen werde. Der zweite Script-Mod kommt von Ragman 2414, Downloadgröße 10 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac natürlich. Dieser Mod heißt Schieberregler Tempomat. Die Tempomatgeschwindigkeit lässt sich über einen Schieberegler, zum Beispiel einer Joystick-Achse, einstellen. Die Änderung wird erst bei Benutzen des Schiebereglers aktiv. Das heißt also, anstatt mit der Standardtaste 2 und 1 die Tempomatgeschwindigkeit zu regeln, kann man dies mit dieser Mod direkt auf eine Joystick-Achse legen und damit vielleicht ein bisschen einfacher hantieren zu können. Dann kommen wir zu einer Mod, auf die haben viele Spieler wahrscheinlich schon lange gewartet. Und zwar ist das auch eine Mod von Aragman 2414, diesmal mit einer Downloadgröße von 14 KB, Version 1.0 und natürlich für PC und Mac. Und zwar erlaubt diese Mod, verschiedene Einstellungen zu machen bezüglich der A. Wartungs- und B. Reparaturkosten oder Lackierungskosten. Also wie wir hier sehen können, sehen wir, dass die Wartungskosten eingestellt werden können zwischen 25%, 50%, 75%, 100%, 125% und 150%.
Also ich denke, bis jetzt waren die Wartungskosten mit der einen Mod ziemlich in Ordnung. Das Wartungsintervall kann man wahrscheinlich noch ein bisschen runterdrehen. Die Lackierungskosten sind definitiv viel zu hoch im Standardspiel. Hier würde ich auf jeden Fall erstmal schauen, wie sich das ausgeht, wenn man das auf 25% stellt. Und natürlich auch das Intervall würde ich hier erstmal auf 25% stellen, weil es ist einfach definitiv unrealistisch, dass der Lack weg ist, wenn man zum Beispiel eine Ballenpresse für ein Feld gebraucht hat, und dann soll der Lack schon zu 100% weg sein und muss vollständig komplett neu lackiert werden. Das ist für mich einfach nicht realistisch. Ich glaube nicht, dass die großen Hersteller von diesen Maschinen so schwache Lacke verwenden. Okay, diese Mod ist da, also die wird bei mir auf jeden Fall reinkommen. Natürlich ein paar Settings mehr, aber ich denke, es war wirklich an der Zeit, dass hier Abhilfe geschaffen wird. Die nächste Mod kommt von Didi Mod Passion. Und zwar ist das, ich würde sie sogar zusammenfassen. Einmal ist das Netzfolien-Add-on. Das ist das, was wir vor uns sehen. Downloadgröße 3,27 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dann haben wir das Garn-Add-on und die Unterschiede, das werde ich dann gleich danach noch besprechen. Das Garn-Add-on kommt natürlich auch von Didi Mod Passion, diesmal in der Downloadgröße von 2,47 MB in der Version 1.0 und natürlich auch für PC und Mac. Gehen wir zuerst mal zum Garn-Add-on, und zwar werden hier angeboten Garnrollen, und zwar einmal in der Version von Lizard, Case, Class, Kuhn, Krone, Massey Ferguson, New Holland. Das sind diese Marken, die angeboten werden. Dann werden natürlich alle im Spiel standardmäßig enthaltenen Quader-Ballenpressen angeboten. Das heißt, diese werden gekauft. Danach wird, bevor die Presse überhaupt verwendet werden kann, muss die Ballenpresse mit dem Garn beladen werden. Also das heißt, man hat nicht mehr die Möglichkeit, unendlich mit diesen Folien und Garnen Ballen zu pressen, sondern man muss definitiv dann hier diese dann auch nachfüllen. Das ist, verfügt natürlich einen ziemlich großen Teil von Realismus zu dem ganzen Spiel bei, und ich denke, es ist eine ziemlich nette Sache, die da jetzt ins Spiel gebracht wird. Ich steige mal in den Trecker ein und zeige euch das gleich mal. Also, die Ballenpresse ist leer, hat auch kein Gras drin, gar nichts. Und wenn ich jetzt hier mit der R-Taste diese befülle, dann sehen wir hier, dass das Garn jetzt in die Quaderballenpresse reingeladen wird. Also Garnrollen haben wir gesagt, das sind die Quaderballen, und die Netzrollen sind die Rundballen. Es ist im Prinzip derselbe Mod, aber es sind halt einmal die Rund- und einmal die Quaderballenpressen davon betroffen. In der Modbeschreibung kommt auch noch der Hinweis, wie man andere Ballenpressen darauf einstellen kann. Also das ist dann eine Bearbeitung der XML-Dateien. Und da kommt in der Beschreibung ganz klar mit hinzugeschrieben, wie diese editiert werden. Von Greg43 kommt der PNU 840 in der Downloadgröße von 6,61 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen Pflug mit dem Gewicht von 1,2 Tonnen, benötigt 165 PS. Arbeitsbreite 3,20 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit bei 12 km/h. Grundpreis 24.700 Euro. Bei den Konfigurationen können wir das Stützrad ändern zwischen einem Eisenrad und einem Reifen. Bei den Hauptfarben haben wir die Standardpalette zur Auswahl und bei der Designfarbe ebenso. Das nächste Gerät ist für unsere Freunde der Forstwirtschaft, und zwar kommt dieses von Woodcraft Modding, Downloadgröße 21,64 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen, und zwar ist dies der Rottne H21D. Kommt mit einer Leistung von 305 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 725 Liter, 20 Liter DEF. Maximalgeschwindigkeit 20 km/h und Gewicht 24,8 Tonnen. Preis in der Standardvariante ist 470.000 Euro. Reifen können
gewählt werden zwischen Olosfors, Trelleborg und Nokian. Reifenvarianten gibt es hier verschiedene zur Auswahl, gehe ich natürlich nicht durch. Es gibt dann die Möglichkeit, dieses Gerät mit einem Schutz auszustatten, und zwar einmal einem Heckschutz, einem Auspuffschutz und beidem zusammen. Dann kann man auswählen, ob man dieses Gerät mit oder ohne straßenverkehrsordnungsgemäßer Beleuchtung und Spiegel haben will oder mit. Dann kann noch ausgewählt werden, ob ein Feuerlöscher hinzugefügt werden soll oder nein. Einmal mit Feuerlöscher und einmal ohne den Feuerlöscher. Es gilt zu beachten, dass dieses Gerät nicht mit einem Nummernschild ausgestattet werden kann. Der Lizard 845 AG Whole All Series kommt von Custom Modding. Downloadgröße 23,45 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich natürlich hier um einen Tieflader und der kommt in der Standardversion hier mit einem Gewicht von 17,1 Tonne und kostet 119.900 Euro. Standardmäßig kommt er ohne Kotflügel, kann aber hinzugefügt werden. Ebenso kann hinzugefügt werden eine Schwanenhalsverlängerung. Dann kann hinten noch eine Kupplung für eine zusätzliche Zusatzachse hinzugefügt werden. Dann kann hier dieser mittlere Teil noch mit Holz ausgelegt werden. Dann können Warntafeln angebracht werden, also Warnflaggen, Aluminium-Warntafeln oder beides. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Rahmenverkleidung noch hinzuzufügen. Reifenvarianten gibt es verschiedene hier zur Auswahl. Und bei der Farbe können wir auswählen, bei der Hauptfarbe zwischen schwarz und verzinkt. Und bei den Felgenfarben haben wir die Möglichkeit zwischen Chrom, Edelstahl, Weiß und Schwarz. Dieses Gerät hier oder dieser Hänger kann natürlich mit einem Nummernschild ausgestattet werden. Zusätzlich kann auch noch, wie gesagt, hinten eine zusätzliche Achse hinzugefügt werden. Diese wiegt dann 1,4 Tonnen und kostet 14.100 Euro. Diese hat dann auch die Möglichkeit, wie vorhin, einen Kotflügel hinzuzufügen, eine Rahmenverkleidung auch hinzuzufügen, natürlich dasselbe mit den Warntafeln, also das ist das, was wir gesehen haben, gibt es Warntafeln, hier einmal Warnflaggen, dann Warntafeln klappbar, Warntafel unten, Warntafel und Flaggen sind natürlich auch vorhanden. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich nochmal nicht durch und bei den Farboptionen haben wir natürlich dieselben wie beim großen Modell. Whiskey Sierra Modding bringt uns den New Holland Forage Cruiser und zwar in der Serie mit der Downloadgröße von 8,93 MB in der Version 1.0 und ist natürlich für alle Plattformen. Dieser kommt mit standardmäßigen 476 PS, einer Tankfüllmenge von 1200 Litern, 200 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit 40 km/h und wiegt 13 Tonnen. Preis in der Standardvariante 364.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas, Continental und Trelleborg. Dann können hinzugefügt werden Warnsignale und zwar im Euro Design, North American Design und die Kombination. Dann kann eine Lichtleiste hinzugefügt werden, einmal hinten, dann einmal vorne und beide. Dann gibt es zusätzlich einen Konservierungstank, der kann hinzugefügt werden. Und bei der Motorenausführung kann ausgewählt werden zwischen der FR 480er, der mit 476 PS, der FR 550 mit 544 PS, die FR 650 mit 653 PS, die 780er mit 775 PS. Die 850er mit 824 PS und die 920er mit 911 PS. Bei den Hauptfarben können wir wählen zwischen New Holland Yellow, Blau, Rot, Blue Power, Red Candy und Schwarz. Bei den Felgenfarben haben wir mehr oder weniger die Standardpalette mit ein paar extra Farben hinzu.
Und natürlich und klar kann hier das Nummernschild hinzugefügt respektive geändert werden. Universe Simu Modding bringt uns das Dunkerville Pack und zwar mit einer Downloadgröße von 18,77 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack zum einen mit diesem Auflieger mit einem Gewicht von 6,7 Tonnen und einem Preis von 17.000 Euro. Hier kann bei der Hauptfarbe gewählt werden zwischen Orange, Schwarz und Grün. Und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, Grau und Gelb. Hier kann noch ein Kennzeichen hinzugefügt werden. Das zweite Teil, was in diesem Paket kommt, ist dieser Kipper für Bulkmaterialien. Und zwar mit einem Ladevolumen von 11,1 Kubikmeter, 7,2 Tonnen Gewicht, maximalem Zuladegewicht von 16,8 Tonnen. Und kostet 35.000 Euro. Hier kann die Kapazität erhöht werden auf 20,7 Kubikmeter. Also das ist ein sehr großer Zusatz. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Michelin und Trelleborg. Zusätzlich kann hier an der Seite ein Kasten hinzugefügt werden. Und bei den Farboptionen haben wir auch hier das Orange, dann das Schwarz und das Grün. Das dritte und letzte Teil in diesem Paket ist natürlich dieser Miststreuer mit einem Ladevolumen von 18 Kubikmetern, 4,8 Tonnen Gewicht, maximalem Zuladevolumen von 13,2 Tonnen. 140 PS benötigt dieser Miststreuer, Streuweite liegt bei 14 Meter und arbeitet mit 20 km/h. Kostet ab Stange 45.000 Euro. Reifenhersteller hier wahrscheinlich fast dieselben, also hier Michelin, Mitas und Trelleborg. Und bei den Reifenvarianten gibt es die umgedrehten Räder und so weiter und so fort. Dann gibt es hier natürlich auch noch das Kennzeichen. Das war es denn auch schon wieder für heute mit der Mod-Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Hier heute präsentiert von der Bartelshagen Map. Ich gehe davon aus, dass Giants ein bisschen auf die Bremse tritt bezüglich der Mods, weil ich denke, die werden dann erstmal abwarten, bis das Patch 1.3 gekommen ist und dann wird die Schleuse wieder aufgehen. Dann werden sie wieder im größeren Stile dann die Mods herausbringen. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bitte nicht vergessen, das Abo dazulassen, falls ihr keine weiteren Videos dieser Art verpassen wollt. Vielleicht schaut der eine oder der andere auch noch vorbei in den Livestream, wenn ich dann entweder heute oder am Donnerstagabend noch einen Livestream mache bezüglich der Oldstream Farm. Wenn euch die Thematik Oldtimer interessiert, dann seid ihr herzlich eingeladen, mich dabei zu unterstützen, die Mods zu finden. Wir könnten eventuell sogar ein Multiplayer starten mit der Thematik Oldtimer. Daher also bitte einfach kommentieren, wie euch liegt die Sache liegt, ob euch das interessiert. Falls ja, dann können wir das Projekt dann so starten. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, tschüss und hasta luego.